Ja, Leute, und damit ein herzliches Hallo. Hier ist Lars von Mindenplay. Ich habe ein paar Infos zu Stranded Deep gefunden gerade. Und zwar haben die Entwickler bekannt gegeben, dass die an ein Update arbeiten, was gegen Ende des Jahres wohl rauskommen soll. Und für alle Konsolen, also PC, Xbox und PlayStation 4. Und zwar handelt es sich darum, es wird ein Multiplayer geben für Stranded Deep. Ich finde die Idee total klasse, weil ich habe mich echt schon lange gefragt, wie geil das wäre, wenn man Stranded Deep mit mehreren Leuten spielen könnte. Da habe ich mir schon so überlegt, dass das vielleicht, dass jeder auf einer anderen Insel ist, dass man sich auf dem Wasser begegnet mit Flößen. Also ich feiere die Idee total. Ja, da arbeiten die noch dran und das Update soll auf jeden Fall laut Infos, die ich jetzt aus einigen Quellen jetzt aus dem Internet habe, es soll für alle Konsolen gleichzeitig kommen. Und ja, also wir können drauf gespannt sein. Also Leute, die gern Stranded Deep zocken und so und dann Bock haben, Multiplayer, wird eine große Sache, denke ich mal. Ja, und morgen um 18 Uhr spielen wir Stranded Deep weiter im Livestream. Ja, ich hatte jetzt die Woche mehr oder weniger keine Lust, irgendwie groß Livestream zu machen oder so, weil ich war ein bisschen ausgelaugt auch von Arbeit, von der Wärme. Man sieht, ich bin jetzt noch am Ölen hier. Es ist auch derbe warm hier. Also wir haben hier in der Bude 24 Grad und ja, ich hoffe, morgen ist ein bisschen kühler. Dann machen wir ab 18 Uhr unseren Livestream. Notfalls auch mit Standventilator, ist mir egal. Aber ja, morgen 18 Uhr spielen wir weiter Stranded Deep mit Folge 5. Und ich habe mir eventuell überlegt, wir haben ja in den letzten beiden Livestreams unser Floß gebaut. Das ist jetzt so einigermaßen seetauglich. Da haben wir schon ein paar Schränke drauf. Und ja, vielleicht habe ich mal überlegt, dass wir uns vielleicht den Brennofen bauen. Da müssen wir Ton für finden. Und ja, da müssen wir mal schauen, wo wir das dann finden können. Also Ton kriegt man meist nur unter Wasser. Da müssen wir uns wahrscheinlich Werkzeug noch bauen. Also da haben wir morgen einiges vor. Das war ja den Brennofen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen 18 Uhr im Livestream. Ich freue mich auf euch und ja, ich würde sagen, bis dann. Haut rein, euer Lars von Mindenplay.